Die Identifizierung des in Turin aufbewahrten Leichentuches ist kein Problem des Glaubens, sondern der Wissenschaft. Die Kirche hat sich nie öffentlich ausgesprochen und es ist bekannt, dass die Reliquienverehrung relativ ist. Das heißt, sie wendet sich nicht an den Gegenstand selbst, sondern an das, was er darstellt. Das Turiner Leichentuch stellt sich aber der modernen Wissenschaft in unantastbarer Klarheit dar. Was bisher geschah, fassen wir zusammen. An Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Finsternis lag über der Urflut, und alles war noch ganz dunkel und nichtssagend. Da sprach Gott, es werde Licht. Und es ward Licht. Allerdings hatte diese Welt einen kleinen Schönheitsfehler. Da gab es nämlich Luzifer, lateinisch der Lichtbringer, auch Satan oder Teufel genannt. Sehen Sie die ewigen Geheimnisse neu. Hier erstmals veröffentlicht, die Originalaufnahmen aus den ersten Jahren unserer Zeitrechnung. Die erste Fotografie, die im Jahre 1898 von Secondo Pia ausgeführt wurde, war eine wahre Offenbarung. Man entdeckte, dass auf dem Leichentuch hell und dunkel umgekehrt sind, wie bei einem fotografischen Negativ. Die Umkehrung, die durch das erste fotografische Negativ entstanden war, zeigt das echte Abbild Jesu in seiner ganzen Schönheit. Erlebt sie die Wunder und Sensationen live. 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 Gläubige glauben, Blinde sehen.
Vater unser, Vater unser, Vater unser, Vater unser, geheiligt werde, Vater unser, geheiligt werde, Vater unser, geheiligt werde, dein Vater unser, geheiligt werde, dein Vater unser, geheiligt werde, dein Vater unser. Erfahren Sie die Schmerzen der Kreuzigung selbst. Eine wahre Offenbarung des Leichentuches war die Kreuzigung in der Handwurzel und nicht in der Handfläche, wie byzantinische und moderne Künstler darstellen. Es wurde auf dem Versuchswege bewiesen, dass man eine Kreuzigung nur so statisch sicher durchführen konnte. Was steckt in den vielen Bildern, die Menschen sich machen? Fragen sicherlich immer wieder. Neugier an einem Geschichtenstoff, der unerschöpflich zu sein scheint. Und Übermut? Ja, freilich, das wohl gelegentlich auch. Der junge Filmmacher Michael Brintrup findet selbst, man müsste über entstehende Fragen mal reden. Und er bietet seinen Film Kirchengemeinden und kirchlichen Gruppen zur Vorführung an. Dem Ergebnis völliger Diskussionen soll und kann hier nicht vorgegriffen werden, aber eine Telefonnummer, sagen wir, für Interessenten. 10987654321000000. Genießen Sie das ewige Leben jetzt! NASA-Experten erhielten mit Hilfe des bekannten VP3 Image Analyzer des Weltraumlaboratoriums von Pasadena, USA, dreidimensionale Abbildung des Mannes auf dem Leichentuch.